Moin moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Ich beginne jetzt ein neues Projekt hier bei mir und wer hätte das gedacht nach dem letzten Video? Es ist wieder ein LP oder, ja, ich nenne es einfach Let's Play, das ist am einfachsten, zu einem Online-Spiel, einem MMORPG, und zwar nehme ich jetzt auf Revelation Online. Ist eigentlich komisch, denn ich wollte ja eigentlich erstmal nichts aufnehmen, was so den Online-Fokus hat. Aber das Spiel finde ich einfach nur, also ich kann das schwer beschreiben, aber als ich es gespielt habe, dachte ich nur, meine Güte, ist das ein hübsches Spiel. Das Spiel wurde mir empfohlen von einem meiner echt langjährigen, kann ich wirklich sagen. Er war wirklich von Anfang an dabei. Virals LP heißt er, der Gute. Und er hat mir das Spiel empfohlen und ich kann nochmal Danke dafür sagen. Ich hatte das bis jetzt gar nicht auf der Kappe, dieses Spiel. Also ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Es wird gepublished von my.com, die unter anderem auch Skyforge vertreiben. Das kennt ihr. Vertreiben? Heißt das so? Ich glaube schon. Betreiben. Das Spiel ist von einem chinesischen Entwickler, dessen Namen ich gerade nicht präsent habe. Parat habe. Oh, was rede ich denn jetzt schon wieder? Das ist in China schon seit 2015 draußen. Weltweit sozusagen jetzt auch durch my.com seit 2017. Also es befindet sich meines Wissens nach aktuell in der Open Beta. Der Closed Beta Test ist vorbei. Das Spiel ist momentan nur auf Englisch. Aber eine deutsche und französische Übersetzung ist auch noch geplant. Ich weiß nicht, wie lange ich dieses Projekt machen werde, weil ich auf jeden Fall später auch noch die deutsche Version spielen möchte. Denn wie gesagt, klar, ich kann Englisch verstehen, aber es geht einem doch so ein bisschen was flöten, wenn man auf Englisch spielt, finde ich, als wenn man das auf Deutsch spielen kann. Und ich finde, das Spiel ist schon ein bisschen komplexer, auch was ich auch in den Skills und so gesehen habe. Und ja, ich laber jetzt schon wieder so viel. Naja, 2 Minuten 19, da bin ich ja noch im Rahmen, ne? Ja, ich würde jetzt sagen, ich habe schon mal einen Charakter, wie gesagt, erstellt und habe schon ein bisschen reingeguckt und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal zusammen an. Ich werde mit euch jetzt nochmal einen Charakter erstellen. Und wir sehen auch, dass die Server ziemlich voll sind. Die sind gerade anscheinend unter Wartung. Aber wir gehen jetzt auf Moonsea nach Europa. Klicken wir mal Enter. Jetzt wird hier mein Charakter geladen, den ich schon erstellt habe. Meines Erachtens ist das ein Swordmage und Schwertmagier. War schon ziemlich cool, als ich den gespielt habe. Aber ich werde jetzt nochmal mit euch einen neuen Charakter erstellen. So, hier sind wir jetzt in der Charakterauswahl, beziehungsweise in der Klassenauswahl. Wir haben hier verschiedene Klassen. Wir gehen die jetzt einfach mal alle zusammen durch. Ich finde die auch ziemlich cool gemacht, diese Klassenvorstellung. Wie gesagt, ich kann hier einmal über die jetzt drüber halten, dann bewegen sie sich schon. Das ist schon mal cool gemacht, finde ich. Und dann kann ich sie aber nochmal auswählen. Also wir haben hier einmal den Okkultist. Der Okkultist, ich könnte das jetzt hier vorlesen. The Queen of Souls retain Okkultists as envoys in the human realm for the cunning patience and mastery of a bored swath of the dark arts. Ich bin übrigens sehr gut im Englisch vorlesen. Through the calculating eyes of an Okkultist, the battlefield is a place where enemies are coldly manipulated and allies are empowered with formidable enchantments. Oh, wunderbar. Also, ich kann richtig gut Englisch vorlesen. Und da kann ich jetzt nochmal backgehen. Hier sieht man nämlich nochmal die Spezialitäten. Ranged Magic, also Magie, Heilung und Support. Und in der Gruppe ist er halt eher ist er für die Heilung zuständig, für den Support oder die magische Attacke, für den magischen Angriff. Ich kann es super übersetzen, ich weiß. Dann gehen wir mal weiter. Ich kann ja hier schon mal auf den Spirit Shaper gehen. Ist das nämlich hier unten auch?
Der ist auch in Ranged Magic Attacks, also Heilung und Support und Wiederbelebung und ist orientiert in der Gruppe halt zum Heilen und zum magischen Angriff. Da können wir auch nochmal raufgehen. Übrigens ist das jetzt hier nur die Vorauswahl, man kann auch noch andere Rassen, glaube ich, wählen. Oh Gott, der Spirit Shaper. They are heirs to an ancient pact between the human and spiritual realms created by the ancestral dragon. Spirit Shapers harness the spectral forms of plant and beasts to overwhelm enemies and heal allies. They uphold the spiritual realms, guiding principles to protect civilization. Genau. Das könnt ihr euch dann selber übersetzen. Das Problem ist immer, ich kann sowas immer schwer übersetzen. Ich weiß selber, was es bedeutet und was es heißt, aber... euch das so richtig zu übersetzen, 1:1, das lasse ich lieber. Gut, das war der Spirit Shaper. Dann haben wir noch den Vanguard. Der Vanguard ist Nahkampf und hat einen hohen Skill an Überlebensfähigkeit, hohe HP und ist natürlich der typische Tank oder auch im Angriff ganz gut. Der Vanguard. Unshakable as a mountain, Vanguards carry on the noble spirit of the Yellow Emperor. With their mighty shields and swords, they lead the charge. A team's first line of defense and indomitable leader. Also Tankklasse. Dann haben wir hier als nächstes den Blade Master. Nahkampf, Crowd Control, Blocken. Und ist auch, er kann sowohl Tank als auch im Angriff agieren. Das ist der Blade Master. Und der ist am schwersten zu spielen, sieht man hier von der Schwierigkeit, volle Sterne. A Master of Swords and Heir to the White Emperor's Supreme Material Knowledge. Blade Masters are skilled duelists, proficient at quick takedown. They can quickly switch weapons and turn the tide of war in an instant. Also DD wie auch Tank. Gut. Dann haben wir hier noch den Ganzlinger. Das ist Ranged Physical Attacks, also Fernkampf. Single Target, also ist vor allem gegen Einzelziele sehr gut und kann sogar anscheinend irgendwelche Puppen beschwören. Und ist orientiert halt in der Gruppe auf physischen Schaden und Kontrolle. Der Ganzlinger. Vertebral Mobile Armory. A Ganzlinger use long-range attacks to neutralize enemy threats from afar. Und zu guter Letzt haben wir hier noch den Sword Mage. Ich weiß, das W spricht man ja nicht wirklich mit aus. Und er ist halt auch im magischen Fernkampf. Hat AOEs, ist im CC, im Crowd Control gut und übernimmt in den Gruppen halt die Rolle von magischer Kontrolle oder magischen Schaden, also auch ein DDler. Students of the Green Emperor's Wisdom, Sword Mage is effortlessly weave spells to inflict damage and control enemies on the battlefield. Launch waves of astral blades at enemies from afar. Genau. So, fragt mich jetzt bitte nicht, was ich wähle. Von den Klassen her habe ich am meisten Bock, mal den Ganzlinger auszuprobieren. Aber was ich nochmal machen will, ich will euch nochmal kurz zeigen, was passiert, wenn man deine Klasse jetzt auswählt. Einmal die coolen Klassenvorstellungen. Also, fangen wir mit dem Okkultist an. Das finde ich eigentlich immer sehr cool gemacht hier. Und hier kann man, wie gesagt, auch die... Das ist übrigens ein männlicher Charakter, ja. Kann man hier noch die verschiedenen Rassen wählen. Oder Gender steht hier jedenfalls. Und ja, dann gehen wir wieder zurück. Gehen wir zum Spirit Shaper. Finde ich echt cool gemacht.
Hier können wir auch nochmal die Klassen durchgehen, Geschlechter. Komisch, ne, dass in chinesischen Spielen immer so kleine kindliche Charaktere dabei sein müssen. Oder in asiatischen MMOs, das ist oft so. So, dann gehen wir mal zum Vanguard. Das finde ich aber auch mal erfreulich, ne? Also, sonst kennt man das ja immer so, dass die weiblichen Krieger immer total freizügige Klamotten anhaben. Die haben hier jedenfalls auch mal eine ordentliche Rüstung an. Gut, dann gehen wir zum Blade Master. Ist einfach geil gemacht. Da kriegt man schon mal so ein richtiges Gefühl für seine Klasse. Das ist irgendwie cool. Und hier ist das schon wieder ein bisschen freizügiger, wobei bei den Männern auch. Dann ist das in Ordnung. Ist eher die leichte Rüstung. So, dann gehen wir zum Gunslinger, den ich ja wählen werde. Einmal hier durchgehen, alles klar. Und dann nehmen wir noch den Sword Mage, damit ihr das auch noch einmal sehen könnt. Oder das könnt ihr doch nicht anders sagen. Das ist doch einfach nur stylisch, oder? Wie hier die Klassen präsentiert werden. Allein als ich das schon gemacht habe, ich bin hier erstmal Ewigkeiten im Menü gewesen und habe so die ganzen Charakterklassen durchgeklickt und was für eine Moves die hier machen. Und das finde ich einfach nur stylisch. So, dann nehmen wir den Gunslinger. Wir spielen natürlich einen männlichen. Entschuldigung, da habe ich einmal was getrunken. Ich spiele ja immer männliche Charaktere. Dieses Spiel ist übrigens auch so geil, weil man hier auch fliegen kann, glaube ich. Ich weiß gar nicht, warum man hier ein Video dazu angucken kann. Ah, das lassen wir jetzt mal. Wir können uns hier können wir verschiedene Posen einnehmen. Ist immer ganz nett, dann weiß man, wie man schon steht. Die Charaktererstellung ist übrigens auch ein wenig umfangreicher, also hier kann man sich auch ein bisschen austoben. Huch, kann es wieder in die Standardstellung gehen. Hier können wir unsere Presets auswählen, wie wir später mal aussehen. Genau. Ah, das resette ich jetzt auch mal. Ach ja, genau. Und man kann hier später auch. Ja, genau, fliegen. Oh, das nenne ich doch mal nette Flügel. Krasser Scheiß. Das Schöne, das Spiel läuft die ganze Zeit bei 60 Frames. Das finde ich sehr cool. Also auf jeden Fall cool. Gut, dann resetten wir das mal. Resetten hier mal die Armor. So, ich möchte jetzt gar nicht euch so lange, wobei die erste Folge ist bei mir ja immer so, dass die, wenn ich MMO spiele, sich auf die Charakterklassen fixiert. Und dann haue ich meistens ja am ersten Tag immer zwei Folgen raus, damit man auch eine Gameplay-Folge hat. So, wie gesagt, hier kann man jetzt Presets nehmen. Ich guck mal, was ich hier so habe, was mir so gefällt. Das gefällt mir ganz gut. Ich mag das ja eher, wenn das so ein bisschen jugendlicher aussieht. Wobei finde ich das auch cool, wenn es so aussieht. Also hier kann man, wie gesagt, sich das Haar jetzt auswählen. Dann nehme ich mal lieber so eine Kurzhaarfrisur. Sowas ist doch gut. Nehmen wir schöne braune Haare. Ich bin da ja nicht so kreativ, muss ich ehrlich sagen. Skin. Grün kann ich auch sein, ne? Das ist doch schön.
Nehmen wir die. Torso. Jetzt kann ich hier einiges verstellen. Von Kopfgröße. Also von den Proportionen finde ich das in Ordnung. Der Kopf passt gut auf den Körper. Die Beine sind ein bisschen lang, oder? Okay, das geht aber schon klar. Alleine Butt Rocks, das ist auch nicht schlecht. Kannst du dir auch einen dicken Hintern verpassen? Body. Ja, nochmal die Höhe an sich verstellen. Oder die Breite. Tattoos nehmen wir jetzt mal nicht. Da kann man noch Feinheiten einstellen, je nachdem, ob man ein bisschen älter aussehenden Charakter haben will. So. Make-up, ja, hier finde ich das immer ganz cool. Kann man einmal sich so die wie die Pupille aus. Ich bin ja immer ein Fan davon, ein rotes Auge. Und ein grünes Auge, das finde ich voll cool. Und am besten in diesem Grün. Das finde ich immer so geil, weil man das auch noch individualisieren kann. Kann ich auch noch den Glanz. Das ist zu doll, das ist eigentlich ganz cool. Make-up brauche ich eigentlich gar nicht, dann lassen wir das. Das scheint am unauffälligsten zu sein. Das ist alles hier irgendwie Make-up. Oh, das fällt noch weniger auf, das ist okay. Die Lippenfarbe ist in Ordnung. Das kann auch so bleiben, was man hier alles einstellen kann. Das bleibt auch alles so. Machen wir doch hier mal. Geht doch klar, oder? So können wir starten. So. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt ins Spiel reinstarte, beende ich hier die Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir denn wirklich in-game sind. Also, wenn es denn richtig losgeht. Also, vielen Dank. Bis dahin und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Lust auf das Projekt. Und ja, wir sehen uns. Bis dann und ciao.